Die Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es doch. Willkommen bei der Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es doch. Ja, wir sind hier in Bielefeld-Innenstadt, in der Nähe der Weißenburger Straße. Und wir sehen hier auf der anderen Seite einen Bunker. Einen sogenannten Sedanbunker, so heißt dieser Typ des Bunkers, der in den 40er Jahren gebaut worden ist für die Sicherung von bis zu 1100 Menschen, die da drinnen Platz haben konnten. Inklusive war da auch noch eine Sicherung für Brandmeldung und so weiter und so fort. Und Luftschutz war hier auch die Zentrale für Bielefeld, bis eben halt dann der Krieg zu Ende war. Und dann stand dieser Bunker leer, beziehungsweise wurde als ABC-Bunker benutzt. Und danach hat man diesen Bunker auch noch als Reservoir-Bunker gehabt. Und dann ist der Bunker umgebaut worden. Und wir haben so einen Bunkerumbau ja auch schon mal gesehen in der Neustädter Straße, der Bunker 07. Und hier haben wir einen Alternativumbau mit einer Tiefgarageneingang. Und wir gucken uns das gleich auch nochmal von der anderen Seite an. Oben nochmal eine Loftwohnung und dementsprechend richtig interessanter Umbau. Mit einer interessanten Verdichtung in der Stadt, dass man eben halt auch solche Wahrzeichen, die dann ja auch als Wahrzeichen geworden sind, auch umbauen kann. Ja, und das schauen wir uns noch mal gleich von der anderen Seite aus an. Und das wollten wir euch mal zeigen, weil Bielefeld gibt es ja doch. Hier habt ihr mal ein Beispiel, wie dick solche Wände sind, die so ein Bunker hat. Und da seht ihr auch Stahlkonstruktionen, die in dem Bunker beziehungsweise in dem Beton eingelassen sind. Und wenn man hier ein Fenster rausmachen will und dort eine Laibung hat, wie diese hier, dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert und wie kostenintensiv das ist, so ein Fenster in so einen Bunker hineinzubringen. Und naja, so ein Bunker musste eben halt auch riesig schwere Bomben aushalten, die auf ihn geplatzt sind, wenn es eben halt zu einem Angriff gekommen ist, wie 1944 am 30. September. Die Bielefeld-Verschwörung. Bielefeld gibt es doch. Wenn du mitmachen willst, würden wir uns auch riesig freuen. Melde dich. Vielleicht hast du neue Ideen oder Anregungen, die es in Bielefeld ja angeblich nicht gibt. Bielefeld gibt es doch. Fandest du den Film gut? Dann würden wir uns freuen, wenn du bei unserem Sponsor, der Allianz am Siegerwall, jeden Freitag einfach mal sich einen neuen Film anschaust. Und wenn du Bock hast auf ältere Filme, dann bei YouTube. Und drück auch die Glocke, dann kriegst du alle Infos von uns. Die Bielefeld-Verschwörung.